Auf meinem Rathaus 8 hatte ich ja das Labor im Ausbau und das ist eben fertig geworden. Was ich natürlich wieder verpeilt habe, Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Also ich habe mir gleich den Drachen durchgedrückt. Ihr seht hier, der Drachen ist auf 3 und damit habe ich jetzt keine magischen Bücher mehr. Aber heute ist ja Thema Rathaus 9. Da springen wir jetzt mal hin. Und hier passieren ganz komische Sachen. Ich bin jetzt doch nochmal auf mein RA8, denn ich habe eben mal eine Stunde geboostet. Und ihr seht das ja hier, der Kasernenboost ist eigentlich vorbei, aber der Zauberboost ist immer noch da. Und eben hatte ich auch beim beim Truppenausbilden-Boost noch diese zwei grauen Pfeile. Die habe ich jetzt nur noch hier hinten auf den Schüsseln. Und ihr seht das Zeichen ja auch, das ist nach wie vor das Schubzeichen. Das habe ich noch nie gesehen. Und seht mal, fortsetzen. Ich kann das hier fortsetzen. Ich glaube, wenn man jetzt offline geht, dann für eine gewisse Zeit, also wenn ich jetzt den hier fortsetze, offline gehe und wieder reinkomme, dann sind die 53 Sekunden um. Aber das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, die Schubzeit hält irgendwie an. Oder es hat mit einer Wartungspause zu tun. Also wenn ich jetzt draufklicke, dann geht das weiter. Aber so viel jetzt erstmal zu denen. Und jetzt springen wir echt auf mein RH9. Jetzt haben wir hier mal genug vom RH8 gesehen. Ja, und man könnte meinen, ich bin immer noch auf dem Rathaus 8. Ja, ich bin natürlich auch noch auf dem Rathaus 8. Aber hier sind wir jetzt auf dem richtigen Rathaus. Und ich will in jedem Fall das Rathaus jetzt gleich fertig geben. Aber ihr seht, ich bin hier gerade auf dem Tablet. Und auch das ist eine kleine Besonderheit. Ich glaube, Supercell hat so ein bisschen an dem Code gearbeitet. Denn auf meinen beiden 10-Zoll-Tablets, also auch nicht auf dem Handy, sondern nur auf meinen beiden 10-Zoll-Tablets, sieht der Shop ganz anders aus. Hier natürlich noch nicht, aber wenn man hier mal jetzt in den Shop reingeht, dann seht ihr, dass wir hier nicht mehr diese riesen Kacheln haben, die einen ja fast erschlagen, wie auf dem PC oder wie auch auf meinem Handy. Also auf dem PC meine ich natürlich den PC-Emulator. Und wir haben das hier zweireich, also auch in den Defenses ist das alles so ein bisschen, ich finde es ein bisschen übersichtlicher, ich finde es ein bisschen schicker. Beim Schild haben wir natürlich nichts, aber bei den Decorations haben wir es und auch bei den Ressourcen, also alles ist hier zweireich geworden. Auch hier sieht man das jetzt, ich finde es viel, viel übersichtlicher, auch wenn man hier jetzt mal hin und her scrollt. Und ich wollte aber die Aufnahme in jedem Fall am PC machen und da wechsle ich jetzt auch eben einmal rüber. Ich würde sagen, ja, hier sind wir halt. Wo bin ich denn eigentlich? Ah, okay, da bin ich. Okay, ein anderes Gerät verbindet sich gerade mit diesem Dorf. Dann lade ich jetzt mal dieses Dorf hier in den PC und dann seht ihr auch gleich den Unterschied. So, dann muss ich jetzt aber schnell einmal das wegmachen hier, dass ich das nicht versehentlich wieder auf dem Tablet starte. Und dann habe ich, hier bin ich jetzt auf dem Emulator und hier seht ihr jetzt den Shop. Der sieht noch genauso aus, ist allerdings auch schon hier so ein bisschen verschoben. Das ist ja auch auf meinem Handy so, also das passt hier nicht so ganz rein. Und wenn wir hier reingehen, dann hat man immer noch diese riesen Kacheln, die einen fast erschlagen. Und wenn du jetzt Rathaus 11 bist, dann scrollst du dich zu Tode, bis du dann erstmal ganz, ganz hinten bist irgendwo. Und das meinte ich eigentlich damit. Also die scheinen das so ein bisschen auf 10 Zoll optimiert zu haben. Ihr seht das hier, ich habe die Clanspiel-Ergebnisse noch nicht abgeholt. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich mit dem Chief-Account hier noch ein Buch habe. Das würde ich auch gleich gerne nehmen, bevor ich dann das nächste aufnehme. Ich kann nämlich kein, ihr seht das hier, das Hammerbuch. Das würde ich mir nämlich gleich nochmal holen. Und ich würde aber sagen, wir holen hier oder wir machen jetzt erstmal das Rathaus fertig. Die paar Gems gönne ich mir jetzt einfach mal, denn ich muss gleich erstmal das ganze Dorf hier aufräumen. Hier gibt es dann so viele Sachen zu machen, die ich updaten möchte, beziehungsweise abernten möchte erstmal. Und ich denke mal, wir gucken mal 5549. Wir geben jetzt mal 59 Gems für das Rathaus aus. Da ist das neue Rathaus 9. Jawohl. Willkommen, Chief, bei den Rathaus 9ern. Und verschiebe das natürlich nicht, sondern ich möchte mit euch natürlich wieder den Start hier machen. Und damit ich jetzt auch gleich so ein bisschen leerer werde und auch meine Clanspielergebnisse hole, mache ich eigentlich Folgendes. Ich würde ganz gerne
sofort meinen vierten Zauber haben. Ich weiß, das Ding ist nicht das, was nachher am längsten läuft, aber ich brauche den vierten Zauber irgendwann. Oder nicht ganz nötig, sondern ich meine, ich hätte jetzt die 5 Tage Zeit, aber wir starten das hier jetzt einmal an und beenden das jetzt auch sofort. Damit habe ich jetzt schon 4 Zauber fertig. Das heißt also, ich kann schon 4 Zauber hier bauen. Oh, ich muss einmal außen einloggen, damit man das da sieht. Aber ich glaube, hier kann ich jetzt schon einen weiteren bauen. Hier seht ihr das. Dann nehmen wir mal einen Sprung mit. Und so habe ich jetzt schon mal die Zauber fertig. Würde aber sagen, ohne dass ich euch jetzt großartig nerve, ich holze jetzt erstmal alles ab hier, was hier geht. Da braucht ihr natürlich nicht dabei sein und ihr merkt diesen Schnitt sowieso nicht. Und ihr seht das, es sieht schon gleich ein bisschen aufgeräumter auf und 5555 Juwelen. Ja, wenn das kein Glück bringt. Also wir haben die Juwelen hier komplett wieder drin. Ich kann jetzt im Moment aber meine Karre da unten noch nicht einsammeln, weil ich jetzt vom Gold her sehr, sehr voll bin. Das heißt, wie machen wir hier jetzt am einfachsten weiter? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Shop. Guck mal, was es Neues für uns gibt. Armeemäßig gibt es was Neues, okay. Die holen wir uns, die gönnen wir uns. Die hat nämlich keine Bauzeit, das ist das Coole. Jawohl, die will ja fast jeder haben, der so Rathaus 9 wird. Dann platzieren wir sie mal hier oben hin. Zack, yes. Ah, super. Super Queen ist auch schon mal da, das ist natürlich nicht schlecht. Und wo haben wir es da? Verteidigung, Mauern kriegen wir neu, wir kriegen eine Luftabwehr dazu, ein Magerturm, ein Feger, eine Riesenbombe dabei, die holen wir jetzt auch schon mal raus. Wo will der das ganze Zeug wieder platzieren? Ich platziere das erstmal in eine Ecke, wo ich es auch wieder finde. Das sind jetzt die Sachen hier, die so gut wie keine Bauzeit haben. Wo ist das Zeug? Da ist es. So wie Bomben fallen. Ah, 2 Stück gibt es davon. Okay. So, gibt es noch eine Sprungfalle? Nee, Sprungfalle gibt es nicht. Der dauert wieder einen Tag, der Tesla. Aber den baue ich sicherlich auch. Oh, den baue ich auch 7 Tage. Die X-Bögen, oder soll ich sie noch nicht bauen? Na, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich den X-Bogen baue. Aber das, was ich in jedem Fall mache, ist, wir brauchen die Mauern. Und wir flanschen die Mauern hier jetzt an. Dann geben wir auch gleich mal ein bisschen Geld aus. Was heißt Geld? Gold aus. Ich habe das Rathaus hier auch ganz, ganz bewusst gegemmt. Okay, das war es jetzt schon. Denn ich habe hier eine volle Treasury, also Schatzkammer. Ich bin ganz, ganz oft auf den englischen Begriffen. Also eine relativ volle Schatzkammer. Die ist jetzt nicht relativ voll, aber sie war eben voll. Ich habe natürlich jetzt etwas mehr Platz bekommen durch Rathaus 9. Hier oben kann ich jetzt auch schon ein bisschen mehr lagern. Und an Verteidigung, ich glaube, den bauen wir ja in jedem Fall. Das machen wir mal so. Und dann haben wir noch Ressourcen. Oh, wir kriegen... Ach ja, richtig. Richtig, die Dinger kriegen wir natürlich auch dabei. Okay. Einen davon, einen davon. Genau, das war früher auf Rathaus 10, das ist jetzt auf Rathaus 9. Und ich glaube, wir kriegen noch auch einen, ja genau, wir kriegen auch einen Elex-Sammler und ein Goldlager dazu. Da ist es. So, die machen wir jetzt gerade erstmal fertig. Da haben wir noch 2 Bauarbeiter. Und so ein bisschen Gold haben wir schon ausgegeben. Ich nehme die Mauer mal nach hier hinten. Die Mauer hier. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt die Mauer nicht kriege. So, die Mauer nach da hinten hin. Dann kann ich nämlich sagen, Reihe wählen. Und auch hier machen wir schon mal so ein bisschen eine Farbe rein, würde ich mal so sagen. Also Mauern, ich weiß nicht, die muss ich immer irgendwie haben. Aber so viel denn doch nicht. So, ja, so ist ja auch eine doofe Floskel. Jetzt kann ich aber in jedem Fall schon mal meine Schatzkammer hier leeren. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie wir hier 5 Bauarbeiter sinnvoll verbraten. Ich würde sagen, ein Bauarbeiter geht erstmal hier rein. 12 Stunden Verbesserung. Die 134 Gems nehme ich mir. Das Heldenbuch wollte ich hier jetzt nicht für nehmen. Das nehme ich vielleicht für Stufe 5 oder so. Und was machen wir noch? Ja, wir können natürlich jetzt so ein bisschen schon anfangen auszubauen. Gar keine Frage. Oder haben wir hier noch was armeemäßig? Kriegen wir nichts dazu. Verteidigung, ja, wir kriegen natürlich Verteidigungsgebäude dazu, 5 Stunden.
Ich will ja in jedem Fall eigentlich ein Tag. Oh, 7 Tage dauert der. 300.000. Ich glaube, da gönnen wir uns mal einen mit dem Buch, denke ich mal. Dann haben wir nämlich schon den X-Bogen so auf 1 fertig. Machen wir einfach mal. So, der kostet nämlich 1000 Gems. Und jetzt nehme ich auch endlich die Clanspiel-Sachen hier mit. Ich nehme erstmal die Juwelen hier mit. Ihr seht, man hat 7 Tage Zeit. Ich nehme den Boost-Trank hier mit. Ich nehme das Buch und das Buch. Und jetzt geht's auch rein. Jetzt ist hier unten auch grün, endlich. Und dann machen wir das natürlich auch. Okay. So, dann haben wir jetzt hier in jedem Fall unseren X-Bogen. Den nehmen wir für 1000 Gems einfach mal mit. Also so schnell geht der Start jetzt mittlerweile hier auf Rathaus 9, wenn man so ein bisschen mit den Büchern hantiert. Ich weiß, es ist grottenlangweilig für euch. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen farmen. Und jetzt kann ich aber das Ding hier auch einsammeln. Das Schiefdorf lasse ich jetzt erstmal so. Ich muss jetzt aber, was heißt, ich muss A, ein bisschen farmen und ich will natürlich sinnvoll jetzt mein Geld ausgeben und mein Elex ausgeben. Das heißt also, was wir natürlich immer machen, wir fangen an zu forschen. Gar keine Frage, die Forschung muss sein. Denn in 4 Tagen will ich ja auch irgendwas dann im Labor anstoßen oder beziehungsweise in 5 Tagen. Und wir wollen auch ein bisschen Gold sinnvoll ausgeben. Also die anderen Sachen, die ich jetzt noch nicht aus dem Shop hole, das ist alles nicht so schlimm. Ich nehme mal hier unten jetzt ein Armeelager. Ein Armeelager nehmen wir schon mal 5 Tage, denn in 20 Tagen möchte ich ganz gerne mit dem Dorf hier fertig sein. Dann möchte ich 220 Truppen haben. Ihr seht, das geht einmal rei rum. Dafür habe ich jetzt also schon mal einen Bauarbeiter ausgegeben. So, die kostet jetzt natürlich schon 4 Mille. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen nachfarmen. Ich kriege aber noch ein bisschen Gold vielleicht rein, wenn wir hier den CK gewinnen. Nehmen wir erstmal jetzt die 3. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die 3 Bauarbeiter für die Sachen, die hier nicht ganz so lange laufen. Das ist einmal die Luftabwehr. Und was haben wir noch an Verteidigung? 12 Stunden der Kollege hier. Jawohl. Und wir haben jetzt noch einen Bauarbeiter frei. Feger oder Tesla. Ich glaube, der Feger ist irgendwie besser. Ne? Ich glaube, der Feger ist irgendwie sinnvoller. Habe ich so das Gefühl als so ein kleiner Tesla auf 1. Also haben wir jetzt erstmal alle 5 Bauarbeiter beschäftigt. Das ist super. Und ja, endlich geht's los. Rathaus 9. Ja, da ist meine Queen mit dabei. Das ist echt cool. Finde ich wirklich gut. Freut mich, wieder ein schönes, frisches RH9 zu haben. Und deswegen fahren wir jetzt natürlich in jedem Fall so ein bisschen was bei. Wir haben ja jetzt noch gar nicht mehr. Wir haben noch die alten Truppen. Wir haben jetzt einen Zauber mehr. Oh, habt ihr da gerade gesehen? So einen alleinstehenden X-Bogen. Und ja, wir wollen ein bisschen was mitnehmen. Ein kleines bisschen Dunkles auch. Ich habe hier noch so eine Event-Truppe am Start gehabt. Ich habe hier zwar CK mitgespielt in diesem Clan hier, aber bin jetzt erstmal ein paar Tage abgemeldet, denn ich möchte jetzt erstmal ganz, ganz gerne meine Queen auf Level 15 hier. Und dafür brauchen wir natürlich Dunkles. So, dann, oh, ich habe hier reichlich Barbaren. Okay, Barbaren-Power. Das muss natürlich sein. Oh, ach so, ich wollte gerade sagen, oh, meine Queen habe ich noch nicht raus. Doch, habe ich ja schon. Sie ist nur nicht zündbar. Habe ich jetzt mal gerade ganz verpeilt, dass ich die ja gar nicht zünden kann. Und dann gehen wir mal hier, glaube ich, noch rein. So, was ist hier Sache? Wir geben jetzt natürlich viel aus hier, viel für die Zauber. Das ist vielleicht nicht so gut. Der Feger steht günstig. Echt geil. Der pustet meine Lakaien, das habe ich auch noch nie gesehen, in die Base rein. Sehr cool. Sehr cool. Und auch meine Queen lebt da oben noch. Das ist ja geil. Ah, da ist die Level 2 Queen. Ja, die rockt jetzt schon mal. Jawohl. Oh, hier geht das schon ein bisschen geschmeidiger durch. Jetzt habe ich natürlich gerade ein bisschen Elex ausgegeben. Ich versuche natürlich gleich ein bisschen sparsamer dann zu farmen hier. Also das Elex muss rein, Gold muss rein. Die Clanburg werde ich in jedem Fall heute noch starten. Wir haben es mal gerade so 18 Uhr, in 5 Stunden habe ich wieder einen Bob frei. So lange bin ich ganz sicher auf und farme hier einfach mal so ein bisschen nebenher. Ah, da haben wir das haben wir auch schon wieder drin. Also krasse Sache hier, die Truppe, die ist so fertig, okay. Ich glaube, da trainieren wir mal 1, 2, 3. Wir nehmen es mal ruhig noch ein bisschen teurer. Ah ne, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich gar nicht. Dann nehmen wir lieber ein paar hiervon. Ein paar mehr Mauerbrecher.
1, 2, 3. Und das war's dann. Ah, wir können ja nur im Moment 200 Truppen. Okay. Wir bauen auch noch ein paar Zauber hinterher. Dann machen wir das mal so. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut, bis die Helden wieder da sind. Und machen dann natürlich noch einen Farmangriff. Und während wir hier noch so ein paar Minuten jetzt auf den King warten, wir wählen natürlich hier weiter Farmen, kann ich einfach mal so ein paar Kommentare hier von gestern oder vorgestern mal vorlesen und mal beantworten. Ich meine, ich habe sie dann teilweise auch schon in den Kommentaren beantwortet. Aber der Clash with Underworld schreibt, ihr benutzt das Buch für den Zauberfabrik und sagst, das war bei meinem RH7 auf RH8, so, jetzt haben wir die dunkle Kaserne fertig. Ja, Leute, manchmal sind es natürlich Versprecher, die merke ich manchmal gar nicht. Und ich kann sie dann ja auch nur einmal, manches kann ich ja nur einmal aufnehmen. Wenn ich einmal ein Labor gämme oder ein Labor vorhämmer oder mache, dann geht das nur einmal. Und die Versprecher, die drin sind, die sind dann einfach drin. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt, das kommt ja ab und zu mal vor. Aber CB-Laborfabrike sollte man immer als erstes machen. Ja, da bin ich genau bei dir. Also super. Kommt ein Video, fragt der Jonas, wo du mit deinem frischen R9 Tipps für den Start auf R9 erklärst. Ja, das ist dieses Video eigentlich und ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was mitnehmen. Auch da ist ja jeder anders und ihr seht das hier, ich könnte ja eigentlich relativ viel Games ausgeben. Das habe ich auch ganz bewusst gemacht, dass ich ein bisschen was ausgebe, denn ich kriege natürlich auch richtig wieder was rein. Der Kollege hier war noch nicht einmal in der Meisterliga, er war noch nicht in der Champions League, kann im Nachtdorf noch die 1000 abholen und, also richtig, richtig viel. Und von daher wird das hier genau eigentlich diese Folge sein. Dann schreibt der aggressives Randy, heißt es glaube ich. Hi Toto, an sich sind deine Videos richtig cool, nur die ganzen CKs langweilen mich etwas. Wäre cool, wenn du mehr Farm-Videos oder auch mal Pokal-Push-Videos kämen. Ja, also das kann ich dir sagen. Ich bin nicht so der wirkliche Pusher. Da müsste ich dann schon in einen Push-Clan drinstecken und auch mal selber wirklich in Push-Laune sein. Dieser Account hier geht sicherlich mal in die Champions League hoch und nur um mir natürlich die 2000 Gems abzuholen. Aber mein Kanal ist CK-lastig. Das ist also, mein Kanal ist ja sehr CK-lastig. Ihr seht hier ja weniger Farmfolgen und weniger ich mach mal irgendein Gedönsel-Folgen, als dass ihr hier natürlich immer laufend CKs aus verschiedenen Clans seht und ich ja mit diesem Account auch mit dem Schief hier sicherlich mal wieder woanders hinspringe, um unter Umständen auch mal wieder bei euch einen CK mitzuspielen. Womit nehme ich auf? Ich nehme nach wie vor mit OBS auf. Als Emulator nutze ich auch im Moment sogar wieder den Memo. Allerdings im Fenstermodus. Das passt mir nicht ganz, aber ich glaube, das ist so in jedem Fall in Ordnung. Und wir heilen den King hier. Ein bisschen nervt mich dieses Warten auch. Ich setze natürlich nachher noch Schub an, dann haue ich nochmal richtig in die Kacke hier. Nicht in die Kacke, sondern nochmal richtig in die Zeit rein. Also mit dem muss ich heute reichlich noch reinfarmen hier. Und ist aber nicht so schlimm. Ich mache das ja eigentlich auch ganz gerne. Und wenn ich ja jetzt nicht so unbedingt pushe, dann bin ich auch nicht so in Zeitdruck, unbedingt hier einen Gegner zu finden. Das ist auch ein frischer RH9. Hier schön der X-Bogen hier auch draußen. Und da geht es so ähnlich zu wie bei mir. Also ihr habt ja gesehen, ich habe mich auch gleich dazu entschieden, nicht einen Punkt 5 zu spielen, sondern in dem Moment eigentlich, wo ich den Bogenschützenturm rausgebracht habe, ist der Punkt 5er noch nicht ganz kaputt. Die Gewichtung im Clankrieg ist natürlich nach wie vor auf den X-Bögen und die habe ich jetzt schon gebaut, beziehungsweise einen, und wenn ich natürlich einen habe, dann baue ich auch ganz, ganz sicher den nächsten. Oh, den können wir mal mitnehmen hier. Jetzt habe ich natürlich keine richtige Farmarmee dabei. Das ist ein bisschen doof, deswegen nehmen wir hier mal, was wir hier so irgendwie mitnehmen können. Das ist jetzt ein bisschen doof, also ein bisschen dunkles Gesetz hier, weil ganz kriegen wir den sowieso nicht. Und ich habe ja jetzt echt wenig dabei, wo ich hier ein bisschen was machen kann. Aber dann müssen es jetzt halt auch mal die anderen hier machen. Was heißt hier die anderen? Mit den anderen meine ich hier die Magier und auch mein King, Queen. Was habe ich hier nach Clanburg? Ah, da habe ich 5 Riesen. Ich glaube, wir nehmen uns gleich noch eine Seite mit, nämlich nicht die Seite der Queen. Aber hier ist natürlich noch ein dunkles. Da sind 1, 2, 3, 4 Lager. Ja, ich glaube, das machen wir dann doch so. Den Kollegen zünden wir hier mal. Aber jetzt haben wir natürlich schon auf der anderen Ecke ein bisschen abgeräumt. Und ich würde aber gerne noch einen Bohrer mitnehmen. Deswegen verbraten wir hier einmal die Clanburg. So, dann ist es, ich weiß, es ist grenzwertig, da die
die Mauerbrecher zu setzen. Aber ist nicht so schlimm. Ah, ich hab noch keinen Sprungzauber dabei. Schade. Jetzt komme ich natürlich nicht tief genug in die Base. Aber mal sehen, wenn wir hier jetzt mal einmal die ganze Meute hier in Rage bringen, ob die Queen mir hier nicht ein bisschen was wegnimmt. So, Bohrer haben wir da unten schon mal. Den Sammler hier kriegen wir auch noch. Also ich will ja nur ein bisschen... Ach nein. Mensch, das wollte ich gar nicht machen. Ah, jetzt habe ich mich wieder verklickt. So, die Queen geht da unten noch drauf. Ja, das ist aber auch gewesen. Ich meine, mal sehen, wie viel wir jetzt hier eigentlich noch bekommen haben. Die Pokale, die wir hier verlieren, die sind mir sowieso nicht wichtig. Im Moment zumindest nicht, weil ich ja nicht pushe. Und aber ja, ich habe jetzt eine andere Armee am Start und wir fahren jetzt gleich mit einer ganz, ganz anderen Truppe. Ich werde hier auch mal was anderes anfordern, nämlich Kleinzeugs Gift. Dann kriege ich hier ein paar Bogenschützen rein und ein paar Magier und so weiter. Und ich habe jetzt schon diese Truppe hier am Start. Also hier geht es jetzt schon ein bisschen in die Kobolde rein. Ich starte gleich einen Schub, muss allerdings erstmal nochmal weg. Kurz, das heißt also auch da unterbreche ich immer gerne meine Aufnahmen. 12 Stück davon. Ich nehme ein paar Bogenschützen mit. Vielleicht hat ja doch mal einer... Das war ein bisschen zu viel. Ich glaube, hier hatte ich nur 91 gebaut. Vielleicht hat ja doch einer mal irgendwas in der Clanburg, was ich so ein bisschen wegmachen muss. Und auch hier habe ich jetzt mal dran gedacht, habe ich jetzt einen Sprung. Auch hier wieder das leidige Thema, damit ich meine zweite Armee auch vollbauen kann. Nehmen wir das mal so. Jetzt habe ich zwar wieder ein bisschen ausgegeben, aber wie gesagt, oh, 3 Millionen haben wir schon. 4 Millionen brauchen wir hierfür. Okay. Und wie viel brauchen wir eigentlich für den zweiten X-Bogen? Da eine Million, 3 Millionen. Also 6 Millionen müssen heute noch kommen. Passen ja auch in jedem Fall rein. Und ich hoffe, ich kann den Bonus noch mitnehmen. Also fahren wir mal weiter. Ja, und ich habe eben mal in mein Profil reingeguckt und habe gesehen, dass ich natürlich einige Sachen gar nicht weitergemacht habe. Zum Beispiel hier Schnapp die Kobolde. Das habe ich nicht weitergemacht, weil es gibt natürlich jetzt da unten, wo ich bin. Ich bin jetzt bei 126 Sternen. Ich glaube, 153 kann man ja machen. Maximal, weil die aus dem Nachtdorf, glaube ich, am Ende dann mitzählen. Die habe ich nicht gemacht, weil hier unten, das seht ihr hier, wenn ich jetzt mal angreife, hier das Spülbecken, 400.000 von beiden. Das ist natürlich nicht schlecht. Und das werde ich sicherlich als RH9 jetzt fertig machen, sodass ich die 20 Gems auch drin habe und auch die Errungenschaft. Dann habe ich auch nicht gemacht, jetzt muss ich mal gerade schauen. Den Rest habe ich natürlich gemacht. Friends in Need habe ich auch gemacht. Da seht ihr, das Held hier liegen. Ich kann also sowohl die Meisterliga als auch noch die Champions League mir die Gems abholen. Das sind ja in Summe 3000 Gems auch. Und Inferno-Türme habe ich natürlich kaum zerstört. Aber auch bei den Kriegssternen bin ich mit RH8 immerhin bis auf 851 Kriegssterne gekommen. Das ist nicht schlecht. Ich habe auch mal ein paar ausgesetzt, weil ich nicht mit allen spielen konnte. Sammle die 100 Millionen Gold aus der Schatzkammer. Das konnte ich ja auch nicht wirklich machen. Ich habe das ja in einer Folge, glaube ich, mal verfolgt, weil ich meine Schatzkammer immer nur sehr schlecht leer machen konnte. Ich habe dann immer einfach das Rathaus angestoßen, so wie bei den Neunern. Und ja, die anderen Sachen hier, Zauberspenden, Adlerartillerie, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen weiter. Und hier gibt es ja auch noch die 1000, wenn ich dann irgendwann mal die 3000 in den Duellen geschafft habe. Und aber das geht in dem Nachtdorf hier bei meinen anderen Accounts noch viel schleppender als mit diesen hier. Aber jetzt habe ich schon mal hier meine Funny Fun Army hier am Start und verliere jetzt sicherlich ein paar Pokale, weil ich jetzt natürlich nur auf wirklich plain Ressourcen aus bin. Mit dem RH8 habe ich heute only Kobolde gefarmt. Das war auch, habe ich auch noch nie gemacht. Ich muss sagen, ich nehme eigentlich immer ein paar Riesen mit, ein paar Mauerbrecher. Aber da habe ich tatsächlich mal so ein Stündchen mir gesagt, ach komm, only Mauerbrecher. Und das ist so einer hier. Ja, der hat nur 1, 2, 3, 4, 5 Lager vielleicht hinter den Mauern stehen. Und den Rest müsste ich eigentlich jetzt hier schon so ein bisschen mit meinen Kobolden bekommen. Also auch hier seht ihr die Kobold-Farm. Ich nehme übrigens immer ganz gerne die Hütten mit. Die geben mir auch einen Erfolg. Den habe ich zwar schon lange fertig, aber der läuft natürlich einfach weiter. So, dann können wir hier also wirklich erstmal nur wirklich plain die Ressourcen rausholen. Mehr ist das hier erstmal nicht. Und da reicht mir auch immer ein Riese eigentlich. Der Minenwerfer schießt jetzt nach rechts. Okay, dann kann ich jetzt aber meine Kobis setzen hier. So, also ein bisschen laufen die ja auch immer noch nach dem Follow the Sun Prinzip. Also sie laufen ja rum, wenn sie mit einem Lager fertig sind. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, was hole ich jetzt eigentlich raus hier. Nämlich, ich glaube, ich nehme die dort mal mit.
Da brauche ich allerdings jetzt zwei Riesen und brauche 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, ob vier Mauerbrecher jetzt zu viel waren, aber ich nehme jetzt mal ein paar Kobolde mehr rein. Das eine Lager und dann flitzen die mir. Oh, die sind mal richtig weit gekommen. Und dann flitzen die mir jetzt zum Dunklen noch hin. Jawohl, den Bohrer haben wir. Also so behende geht das hier. Dann nehmen wir den unteren Bohrer auch noch mit, weil das. Oh, wir nehmen den unteren Bohrer und das Rathaus mit. Wir nehmen den unteren Bohrer und das Rathaus mit, würde ich sagen. Spammen hier jetzt einmal kurz vor. Und ich würde aber trotzdem auf die Ecke ganz gerne meine 8 Mauerbrecher schicken. Dass die nämlich ein bisschen weiter reingehen. Ja, das machen sie auch. Super. Genauso hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Jetzt kriege ich natürlich unter Umständen, ja, da geht King und Queen hier auch mit rein. Und ja, jetzt habe ich natürlich nicht mehr ganz so viele Mauerbrecher, aber mal sehen, Mauerbrecher. Nicht ganz so viel. Auch hier hätte ich jetzt Kleingedöns, das mache ich aber gleich im nächsten Angriff. So ein bisschen kann jetzt auch mal die Queen da was machen. Endlich macht die mal was. Ja, das sieht gut aus hier. Mal sehen, ob die sich das Rathaus holt. Aber ich glaube, der Bogenschützenturm ist noch ein bisschen zu stark für meine Queen. Das verträgt die noch nicht so gut. Nee, das packt die noch nicht. Das packt die leider noch nicht. Naja, ist nicht so schlimm. Bis auf 116.000 haben wir den ganz gut abgerockt. Hier 34%. Kein Zauber verbraten. Das ist mir wichtig. Also hier haben wir keinen Zauber verbraten. Und damit ich diese Armee, ich glaube, die war eigentlich ganz gut. Die habe ich hier noch nicht mit drin. Ich glaube, wir passen jetzt mal die Luftarmee an hier. Die machen wir mal weg. Ich weiß nicht, kämpft ihr auch hier so ein bisschen mit der Quick-Train-Leiste? Das waren ja jetzt, ich glaube, 15... Wir nehmen mal 15 Riesen, nehmen 12 Mauerbrecher mal mit, ein paar Bogenschützen, ich würde so sagen 20 Stück und den Rest von den Jungs hier. Dann kann ich die immer, ja 81 ist zu viel, dann machen wir das nochmal so, beziehungsweise 81 ist mir ein bisschen wenig. Ja, dann machen wir es so, 99, das speichern wir, dann können wir die nämlich so ausbilden, das ist mir immer ein bisschen lieber. Hier oben geht es im Moment nicht, weil da noch die Zauber drin stecken und Ich denke mal, das ist erstmal gewesen. Ich muss jetzt auch weg. Das heißt, ich werde gleich vielleicht auch mal abgefarmt. Und ich hoffe aber, der Start auf RH9 hier hat euch gefallen. Mit ein bisschen am Anfang RH8. Ich werde jetzt ein bisschen weiterfahren. Ihr werdet natürlich auf dem Laufenden gehalten, wie es hier mit meinem frischen RH9 weitergeht. Ich werde auch ja, ein paar Farmfolgen machen, auch eine Push-Folge. Wir wollen hier ja nach Meister hin und nach Champion. Also es wird in jedem Fall was kommen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende wieder den Dicken da. Wenn nein, dann kann der Dicke auch mal runtergehen. Also 2 Stück habe ich ja mindestens. Und bis dahin, euer Toto. Echt.